50 Sätze zum Dilemma der aktuellen Kunst. Meiner Meinung nach. Also, was mir zurzeit echt derbe auf den Sack geht, ist die weitläufige Belanglosigkeit der aktuellen Kunst. Naja, ich will nicht gleich den Kulturpessimismus ausufern, aber das meiste, was ich in letzter Zeit so an zeitgenössischer Kunst gesehen habe, war halt echt mal richtig scheiße gewesen. Ich meine, das Zeug sollte doch irgendeinen Mehrwert haben. Einen Wert, der übers Nett anzusehen hinausgeht. Und über ach so fachkundige Aussagen wie ganz interessant, gut oder schön gemalt. Ich finde, das hat irgendwie was. Tja, erzähl das mal deinem Gesicht. Vor allem habe ich das Gefühl, dass insbesondere in kunstschildernischen Ausstellungen derzeit immer derselbe Scheiß gezeigt wird. Klar, hier mal figürlich, da mal abstrakt, aber im Grunde genommen alles irgendwie schon 10.000 Mal gesehen und bereits im Moment der Fertigstellung hoffnungslos antiquiert. Unterm Strich halt die ewig gleiche Ästhetik, die auch gar nichts anderes will und vor allem kann, als interesseloses Wohlgefallen. Kipp halt ein bisschen Farbe auf die Leinwand und nenn's experimentelle Farbweltmalerei. Und leg doch noch ein paar Steine dazu und nenn es Neo-Land-Art. Und dann film das Ganze ab und stream's über deine scheiß Webseite und nenn es Post-Internet. Hey, wie wär's mal mit einer Ausstellung zum Thema Atmen? Und da ist die Kamera runtergeflogen. Oder OT als Bildtitel. Hab ich ja noch nie gehört. Und dann redet ihr in euren bedeutungsschwangeren Ausstellungstexten auch noch immer von künstlerischen Positionen. Alter, guckt euch die Scheiße doch mal an. Wo soll denn da bitte schön die Position sein? Ist das eigentlich noch Kunst oder schon Produktdesign? Und guckt euch doch mal an. Ihr seht doch jetzt schon aus wie eure eigene Mutti. Gibt's da irgendwo eine Fabrik oder einen Online-Shop, bei dem man sich die ich mache jetzt mal einen auf Künstler Ganzkörper-Outfits via 3D-Drucker printen und bestellen kann? Und gibt's die Kunststudenten gleich inklusive? Geschleifte Identitäten, die noch langweiliger als ihre eigene Kunst sind, obwohl das ja eigentlich gar nicht geht. Austauschbar wie eure Posts auf Facebook und belanglos wie eure Pics auf Instagram, die offensichtlich im Fotografieren von Schaufenstern und Muttis beste Street Art, in Klammern, den urbanen Raum erobern, eurer größtmöglichen künstlerischen Entfaltung gleichzukommen scheinen. Was ich ja auch nice finde, ist, dass zudem offenbar niemand ein Problem damit zu haben scheint, unter der Schirmherrschaft von irgendwelchen Scheißbanken, Automobilfonds oder Parteien seine Kunst auszustellen und letzten Endes für die zu machen. Staatliche Fördergelder beziehen, aber das System kritisieren wollen? Alles klar! Aber selbst das wäre ja vielleicht noch akzeptabel, denn das Triste ist doch, es wird ja gar nichts mehr kritisiert. Alles, was ich sehe, sind zur Schau gestellte Schwanzvergleiche, ewig selbstreferenzielles und dekoratives Zeug, glatt poliert und kahl rasiert. Und lass uns erst gar nicht von Inhalt sprechen. Tja, Inhalt. Welcher Inhalt eigentlich? Eure Bilder mögen vielleicht als gewagt und radikal bezeichnet werden, aber regen sie auch wirklich zu einer Diskussion oder gar einem Diskurs an? Und da könnt ihr noch so oft Foucault, Butler oder Adorno zitieren und Susan Sontag hat mal gesagt und bla bla bla. Alles schön und gut, aber das ganze Referenzieren nützt euch auch nichts, wenn eure Kunst trotzdem nicht taugt. Aber hey, am Ende war wahrscheinlich sowieso wieder alles nur ironisch gemeint, oder? Ja, genau, so wie dein scheiß Leben. Bei Vernissage in ach so nachdenkliche Denkerpose verweilen, am besten vor eigenem Bild mit Säckchen oder Buddelbier in der Hand, aber die Pfoten eigentlich nur am Sack haben und sich gepflegt auf einen selbst runterholen. Bloß schön längst veraltete Klischees am Leben halten. Er ist halt Künstler. Und die eigene Unantastbarkeit bewahren. Ja, das seid ihr in meinen Augen. Ein scheiß Klischee! Nun werden sich vielleicht einige fragen, Alter, warum regt er sich so auf? Why so salty? Na, weil ich auch Rezipient, Betrachter und Liebhaber bin. Ja, Liebhaber von Kunst. Mir bedeutet die Scheiße schließlich wenigstens etwas. Und zwar nicht weniger als alles. 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 Und ich weiß echt nicht, ob das bei euch auch der Fall ist. Ich meine, wenn man Kunst liebt, muss man doch auch an einer Weiterentwicklung interessiert sein. Der eigenen und derjenigen der Kunst. Oder einfach nicht. Und ich würde halt echt gern einfach mal wieder was Neues sehen wollen. Oder zumindest etwas, das berühren will und nicht nur zu sich selbst spricht. Es kann doch nicht sein, dass anscheinend jeder in der Kunstwelt so drauf ist. Wo sind die ganzen Leute, die wirklich etwas bewegen wollen und mit denen man was starten könnte? Leute, wo seid ihr? PS, dieses Bild steht nicht zum Verkauf. Will doch eh keiner kaufen. Halt die Backen, Beppo!